Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Maze Force Haul Video. Ihr merkt es schon am Datum, der 4. Mai ist jetzt nicht mehr, allerdings gebot ist dieses Jahr die Vernunft, nur nicht unbedingt am 1. Mai mit 20 anderen Leuten in den Store zu rammeln, sondern eben im Lego Online-Shop zu bestellen. Und nach sage und schreibe 14 Tagen ist das Paket jetzt endlich angekommen. Deswegen schwatzen wir gar nicht lange, sondern machen einfach auf. Ich bin nämlich auch gespannt, ob alles gut angekommen ist. Wir sehen hier schon, was ich bestellt habe. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, nämlich den TIE Fighter Pilotenhelm. Den gibt es ja exklusiv im Lego Store bzw. bei lego.com. Und deswegen dachte ich, wäre das höchstwahrscheinlich das Beste, um das dann am 4. Mai bzw. schon am 1. für den vollen Preis zu bestellen. Da wir allerdings auf 75 Euro kommen mussten und der 60-Euro-Helm da nicht ausreicht, dachte ich mir, nehmen wir noch das Visual Dictionary. Da zu dem Zeitpunkt, als ich bestellt habe, nämlich die Vorbestellung für zum Beispiel Mandalorian und so weiter, das ging da nicht. Deswegen musste man einen Artikel nehmen, der verfügbar war. Das war leider nur das Dictionary dann, was ich noch nicht hatte. Dafür bekamen wir dann allerdings dieses tolle Set in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, mir gefallen die Minifiguren besser, beziehungsweise die gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Aber es wäre schön, wenn die dann irgendwann vielleicht mal wiederkommen würden. Dieses Jahr haben wir, wie gesagt, Death Star 2 Battle dann als Geschenk ab einem Star Wars Einkaufswert von 75 Euro. Außerdem gab es dann noch das hier, das Friends Muttertagsgeschenk. Ja, das sind tolle Steine sicherlich. Und dann gab es ja vor einiger Zeit auch noch die Möglichkeit für, ich glaube, 9 Euro war das, 9 Euro VIP-Punkte Gegenwert einlösen, um dann einen Gutscheincode für das Polybag der Boost-Droiden zu bekommen. Das habe ich dann auch gleich noch mitbestellt. Und das haben wir dann jetzt hier. Das gab es damals exklusiv, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so, nachdem das große Set erschienen war, also wo alle schon ihr Ding bestellt hatten, die es haben wollten, gab es dann nochmal dieses Polybag und irgendwie hat dann wahrscheinlich keiner mehr bestellt und deswegen war das hier eben noch übrig. Naja, ich setze mich jetzt erstmal ans Aufbauen. Auf den Helm bin ich ja hier am meisten gespannt, wie mir der gefallen wird. Der Stormtrooper-Pilot, nicht der Stormtrooper-Pilotenhelm, der einfache Stormtrooper-Helm und den Boba Fett-Helm habe ich auch schon bestellt. Die kommen auch bald. Zu allen drei Sets wird es ein Review geben. Und dann noch als viertes, das weiß ich nicht, ob ich da ein Vergleichsvideo mache oder eben eher eine Kurzversion aller drei Reviews zusammen und dann eben mit allen drei Helmen. Naja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund, bis dahin und tschüss.